Ja? Guten Morgen, Frau Stockel. Ja, um Gottes Willen. Herr Dr. Hepp, was machen Sie denn schon alle herrgottsfrüh da? Morgenstund hat Gold im Mund. Vor allem an einem so großartigen Tag wie diesem. Die Welt. Abendzeitung, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine, Aktuell und. Die Presse überschlägt sich förmlich mit Berichten über die Rosenheimer Venus. Venus von Rosenheim, davon habe ich ja noch nie was gehört. Wie denn auch? Die Figur wurde erst gestern bei Ausgrabungen einer römischen Siedlung in einer Kiesgrube gefunden. Das ist erst der Anfang. Pompeji, Rosenheim, ich habe es schon immer gewusst, dass aus dieser Stadt einmal etwas ganz Großes werden würde. Aha. Was machen Sie gerade? Also ich mache gerade eine To-Do-Liste, um meinen Arbeitstag zu strukturieren. Sehr gut, Frau Stockel. Dann fangen Sie gleich damit an. Ich brauche bis heute Abend eine Pressemappe für ein Treffen mit dem Bürgermeister. Herr Dr. Hebt, Ihre Tätigkeit als Stadtrat fällt eigentlich nicht in meinen Arbeitsbereich. Ich weiß. Dafür stelle ich Sie von allen anderen Aufgaben frei. Tun Sie mir den Gefallen. Sie kümmern sich um den Pressebericht. Einverstanden? Einverstanden. Kripo Rosenheim Hebt. Herr Mohr, was ist passiert? Eins, zwei, drei und... Ja, Schlafzeit. So klappt das nicht. Wir kriegen die Schrottlaube nicht in Gang. Am besten, Sie kaufen sich einen neuen und wir nehmen in der Zwischenzeit einen Dienstwagen. Erstens ist der ziemlich neu. Zweitens brauche ich das Auto. Wie soll ich später die Ziegel transportieren? Was denn für Ziegel? Die beim letzten Hagel kaputt gegangen sind. Wenn wir das Dach nicht bald ausbessern, dann regnet es vielleicht noch rein. Na gut, meinetwegen, dann fahren Sie halt später noch mit der Ziegelei vorbei. Aber jetzt kommen Sie endlich, sonst verliere ich noch wegen Ihrer Schrottkarre meinen Job. Noch ein Wort gegen mein Auto und Sie verlieren ganz was anderes. Mein Gott, ist der immer so empfindlich? Seht mal, wenn alten Kahn sehen soll. Das war schon, glaube ich. Der ist spitze dagegen. Morgen, Herr Mohr. Das Gott, Herr Dr. Hebt. Gehört der Wagen hier? Dem Opfer, Herrn Professor Wachsmuth. Dann sorgen Sie dafür, dass da keiner rangeht, bevor die Spurensicherung hier war. Jawohl. Sind die denn schon informiert? Die sind doch schon da. Und die Kommissarin habe ich auch angerufen. Aber wieso sind denn die noch nicht da? Das weiß ich nicht. Vielleicht sind die aufgehalten worden. Na, fragen Sie nach, was los ist. Jetzt möchte ich mal den Tatort sehen. Da vorne. Ich bleibe dabei beim Wagen. Die Frau Dr. Hebt, Frau Dr. Kern ist auch schon da. Auch schon da ist gut. Und rufen Sie noch mal Hofer und Lind an. Ich brauche heute jeden Mann. Jawohl. Ich würde sagen, gestorben ist der gestern Abend zwischen 20 und 22 Uhr. Können Sie auch schon sagen, woran? Nur eine Fraktur am Hinterkopf. Ein Schlag mit einem stumpfen Gegenstand. Kann sein. Aber Näheres kann ich erst nach der Obduktion sagen. Wo bleibt's denn? Der Hebt ist schon auf 180. Grüß dich, mich. Jawohl. War der Hebt überhaupt am Tatort? Ja, der war gerade im Büro von der Stockel, wo ich angerufen habe. Außerdem scheint er die Leiche zu kennen. Es handelt sich um einen Wolfgang Wachsmuth, seines Zeichens Professor für Archäologie. Wer hat den Professor gefunden? Ein gewisser Sebastian, Moment. Krautner. Gut, dann sagen Sie diesem Herrn Krautner, dass wir ihn sprechen möchten, ja? Ich bin doch nicht lebensmüde. Wie bitte? Wenn ich dem Krautner Bescheid geben will, dann müsste ich das Gräberfeld betreten. Und wenn ich das Gräberfeld betrete, setze ich mich dem Fluch aus. Verstehen Sie, was er meint? Was redest du für Schmarrn, Michi? Das ist kein Schmarrn. Das ist wie bei den alten Ägypter. Man muss den Toten ihre Ruhe lassen, sonst gibt's ein Unglück. Ach, Sie meinen den Pharaonenfluch? Aber da weiß doch inzwischen jedes Kind, dass da nichts dran ist, Herr Mohr. Na, und wenn doch, dann tut den Chamund sind's alle gestorben. Wann haben wir schon? Guten Morgen. Schön, dass Sie uns doch noch beehren. Sehr witzig, mein Auto gestreikt, tut mir leid. Wunderschönen guten Morgen, Frau Doktor. Guten Morgen, Herr Hofer. Morgen, Herr Lind. Morgen. Was ist passiert? Wir haben gerade festgestellt, dass Professor Wachsmuth ermordet worden ist. Ermordet habe ich nicht gesagt. Er kann auch in den Graben gefallen sein und sich dabei den Kopf aufgeschlagen haben. Also ohne ihn vorgreifen zu wollen, aber nach einem Sturz sieht mir das nicht aus. Dann wäre die Kante hier irgendwo abgebrochen. Ja, oder er ist mit Schwung geschubst worden. Sag ich doch, ermordet. Und ich habe auch schon einen Verdacht, warum. Kommen Sie. Kommen Sie. Gestern Nachmittag hat Professor Wachsmuth auf einer Pressekonferenz einen sensationellen Fund präsentiert. Die Rosenheimer Venus. Ist sie nicht wunderschön? Diese skulpturale Klarheit, diese weich geschwungenen Linien. Also mir kommt die Frau irgendwie bekannt vor. Unsinn, die Figur ist über 2000 Jahre alt. Trotzdem. Vielleicht aus einem früheren Leben?
Schön wär's. Haben Sie eine Ahnung, was eine solche Figur wert ist? Ganz abgesehen von der eminenten Bedeutung, die ein solcher Fund für das kulturelle Erbe unserer Stadt hat. Und jetzt glauben Sie, dass Professor Wachsmuth wegen dieser Venus umgebracht wurde? Gestern war die Pressekonferenz, heute ist der Professor tot. Sieht mir schwer nach Raubmord aus. Wir wissen doch noch gar nicht, ob die Venus überhaupt fehlt. Geworfen in Gottes Ohr. Wir müssen diese Figur unbedingt finden, wenn wir dafür die ganze Stadt auf den Kopf stellen. Wer ist denn das? Das werden Sie schon rausfinden. Ich kümmere mich mal um diesen Herrn. Ich will Sie nicht durch, das ist die Zufahrt zu einem Tatort. Was soll der Quatsch? Ich arbeite hier. Und was für ein Tatort überhaupt? Zeig's mir mal den Ausweis. Michael, lass gut sein, ich übernehme das. Ja. Hofer Klipper, Rosenheim, grüß Gott. Sie wollen auf das Römerfeldgelände? Ja, natürlich. Mein Name ist Berg. Ich bin der Grabungsleiter. So schön, ja. Ich habe gedacht, das wäre Professor Wachsmuths Aufgabe gewesen. Wieso gewesen? Was um Himmels Willen ist denn hier passiert? Hauptkommissar Lind. Frau Rosenheim. Krautner, ich habe nichts gesehen oder gehört. Das kann ich mir aber schwer vorstellen, Herr Krautner. So wie es aussieht, kampieren Sie hier. Sind alte Knochen. Sind Sie der Einzige, der hier draußen übernachtet? Jeder kommt mal dran. Mit der Nachtwache. Das heißt also, es war Ihre Aufgabe, die Augen offen zu halten. Und Sie haben trotzdem nichts mitbekommen. Kein Auto, kein Streit, kein Hilfeschrei, kein gar nichts. Kann sein, dass ich mal kurz eingenickt bin. Ja. Eingenickt? Ja, ja. Oh. Ein gutes Tröpfchen. Ein 92er Chateau Marmont. Da kriegt man die Flasche nicht für unter 20 Euro, glaube ich. Kann schon sein, war ein Geburtstagsgeschenk. Mhm. Und gestern Abend dachten Sie sich, gönne ich mir mal was Gutes. Hören Sie, ohne was Richtiges zu trinken, hält man es hier draußen nicht aus. Sie sagen doch nichts meinem Chef. Nicht, dass er mich noch rausschmeißt. Wolfgang hat die wissenschaftliche Seite betreut, ich die technische. Und die Mercurius GmbH? Eine Fachfirma für archäologische Ausgrabungen, die ich vor etwa 5 Jahren gegründet habe. Haben Sie Ahnung, was der Professor Wachsmuth so spät im Römerfeld gemacht hat, Kind? Nein. Im Gegenteil, ich dachte, er wollte nach München. Wieso? Wegen der Venus. Wir müssen alle Funde im Landesamt für Denkmalschutz in München abliefern. Normalerweise ist es meine Aufgabe, aber im Fall der Venus wollte das Wolfgang persönlich erledigen. Waren Sie gestern Abend auf der Pressekonferenz? Nein. Ich war hier draußen im Römerfeld und habe gearbeitet. Bin dann gegen 8 ins Hotel. Der Christian Berg und der Professor Wachsmuth haben im Hotel zur Post gewohnt, wo gestern auch diese Pressekonferenz war. Wo hat er normalerweise gewohnt, der Herr Professor? In Frankfurt. Da hat er nämlich Archäologie unterrichtet an der Uni. Ja, und gestern, na schon vor 2 Tagen, hat er seine Frau Regina nachkommen lassen. Er wollte sie nämlich in der Stunde seines größten Triumphes an seiner Seite haben. Das heißt, die Dame wohnt noch im Hotel. Verzeihung, können Sie uns vielleicht sagen, wo wir Frau Wachsmuth finden? Das ist Zimmer 220. Ja, da waren wir gerade, da hat die mal geöffnet. An der Rezeption hat sie aber geheißen, die Frau Wachsmuth wäre im Zimmer. Na, dann weiß ich es auch nicht. Ich habe gerade erst aufgefunkt. Mhm, danke. Wollen Sie zu mir? Frau Wachsmuth? Ja. Mein Name ist Lind. Pippo Rosenheim, das ist mein Kollege, Herr Hofer. Sie kommen wegen meines Mannes? Grüß Gott. Sie wissen schon, was passiert ist? Herr Berg hat mich angerufen, kurz nachdem Sie mit ihm gesprochen haben. Aber bitte kommen Sie doch mit. So, bitteschön. Dankeschön. Das Bett ist ja schon gemacht. Obwohl das Zimmermädchen noch gar nicht da war. Ich habe letzte Nacht woanders geschlafen. Dürfen wir erfahren, wo? Bei Herrn Berg. Ja, wissen Sie, der Herr Berg hat uns überhaupt nichts davon erzählt, dass Sie eine engere Freundschaft pflegen. Wahrscheinlich, weil er wusste, was Sie jetzt denken. Dass mein Mann Opfer eines Eifersuchtsdramas geworden ist. Man könnte gleich drauf kommen. Aber so war es nicht. Krishan und ich haben die ganze Nacht miteinander verbracht. Fragen Sie ihn, er wird es Ihnen bestätigen. Wann haben Sie denn Ihren Mann das letzte Mal gesehen? Kurz bevor er gefahren ist, so gegen 6, 6:30. Und die Venus? Die hat er mitgenommen. Wenn Sie nichts dagegen haben, würden wir uns hier gerne ein bisschen umschauen. Geht das? Ist doch
doch lächerlich. Aber bitte. Ja, es könnte das so passen. Aber von mir erfahren Sie nichts. Und wenn Sie vom Fokus, vom Spiegel oder von sonst am Blatt werden. Danke. Servus. Sag einmal, Michi, so kannst du doch nicht mit der Presse reden. Da brauchst du schon ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Ja, nein, ich bin nicht, nicht so der Schleimer-Typ. Das hat doch mit Schleime nichts zum Tor. Da geht's eher um eine Feel-Good-Atmosphäre. Weißt, mit so einem Lächeln auf der Zunge. Du hast denn den Schmarrn wieder her? Von deinem Kommunikationszirkus? Seminar, das ist kein Schmarrn. Schau, jetzt probierst du das einmal aus. Du bist der Hugh Grant und auf der anderen Seite ist die Julia Roberts. Diese Seite. Hallo, hier ist der Michi Moore. Was kann ich für Erna tun? Herr Dr. Hebt. Nein, ich bin nicht betrunken. Wovon sind? Nein, die sind gerade abwesend. Julia Roberts. Ist in dem Safe irgendwas drin? Nee, nichts Besonderes, nur ein paar Wertsachen. Würden Sie ihn trotzdem mal aufmachen für uns, bitte? Ach. Wer außer Ihnen und Herrn Berg hat noch von der Fahrt nach München gewusst? Danke. Ich weiß nicht. Wolfgang hat ja gestern Nachmittag mit so vielen Menschen gesprochen. Sie meinen die Pressekonferenz? Ja. Von wann bis wann hat die gedauert? Von 3 bis 5. Da fällt mir ein, ich weiß nicht, ob das irgendwas zu bedeuten hat, aber Wolfgang hat auch mit einem Kollegen gesprochen. Mit einem gewissen Herrn Glöckner oder so ähnlich. Glöckler? Winfried Glöckler? Ja, genau. Wer ist das? Der Leiter von unserem Heimatmuseum. Und was war mit Herrn Glöckler? Gut, ich war ja bei dem Gespräch selbst jetzt nicht dabei, aber hinterher ist mir aufgefallen, dass Wolfgang irgendwie verändert war. Inwiefern verändert? So, als hätte er sich geärgert. Haben Sie Ihren Mann gefragt, worüber er sich geärgert hat? Nee, da war zu viel Trubel. Ah ja. Gut, das war's jetzt mal, Frau Wachsmuth. Danke. Okay. Danke. Ach ja, und bleiben Sie bitte in der Stadt, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind, gell? Mhm. Was wissen Sie denn noch alles über diesen Herrn Glöckler? Nicht viel. Vor 10 Jahren ist er nach Rosenheim gekommen. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, ich würde jetzt gleich mal die Ziegel abholen. Und das Zimmer von Herrn Berg? Das schauen Sie sich ganz alleine an. Und wie komme ich bitte aufs Revier? Zu Fuß? Ist nicht weit. Ah ja, und wenn der Dr. Hepp nach mir fragt, ich bin beim Arzt, gell? Mhm. Servus. Herr Hofer. Genau. Danke. Na nun, wir sind ja immer noch da. Haben Sie Rags und nicht gefunden? Doch, doch. Aber jetzt würde ich mir ganz gerne noch das Zimmer von Herrn Berg anschauen. Das Zimmer von Herrn Berg? Das finde ich jetzt aber schon ein bisschen komisch. Was sind Sie denn überhaupt? Habe ich mich gar nicht vorgestellt. Oh Gott, Entschuldigung. Gut, Kommissar Lind, Kripo Rosenheim. Verraten Sie mir jetzt, wo das Zimmer ist? Ja, dann kommen Sie mal mit. Ah! Grüß Gott, Herr Hofer. Grüß Gott, Frau Kuhlmeier. Das ist... Sie sind's. Wer? Ja, die Göttin. Die Venus. Sie schauen aus wie die Rosenheimer Venus. Also, ich habe schon so manches Kompliment gehört, aber mit einer Venus bin ich wirklich noch nie verglichen worden. Doch, wie aus dem Gesicht geschnitten. Haben Sie halt noch nicht Zeitung gelesen? Doch, ich weiß schon, was für eine Venus Sie meinen, aber ehrlich gesagt ist das bislang noch niemandem aufgefallen. Ja, doch, die Stirn, die Nase, genau gleich. Wie auch immer, Ihr Packer liegt leider drüben. Ich wollte ja nicht zu nahe treten. Nein, sind Sie gar nicht. Im Gegenteil, ich würde gerne noch ein bisschen mit Ihnen plaudern, aber leider sind Sie nicht der Einzige, dem der Hagel das Dach zerbröselt hat. Bitte schauen. Ah, Herr Hebt, ich wollte gerade zu Ihnen. Also, die Venus habe ich zwar nicht gefunden, aber dafür das hier. Schauen Sie mal, Sie kennen sich doch mit sowas aus. Ah, das sind ja richtig alte Silbermünzen. Mhm. Warum sind die her? Aus dem Zimmer von Herrn Berg. Dafür gibt es ja verschiedene Erklärungen. Erstens, er wollte sie bei sich nur zwischenlagern. Zweitens, er hat sie irgendwo rechtmäßig erworben. Oder aber, er hat sie zur Seite geschafft, um sich persönlich an den Ausgrabungsarbeiten zu bereichern.
Um das zu beweisen, müssen wir die Herkunft der Münzen klären. Ich könnte einen Bekannten von mir fragen, einen Experten auf dem Gebiet. Wenn unser Verdacht zutrifft, dann hat es der Berg bestimmt nicht zum ersten Mal getan. Das glaube ich auch. Ja? Herr Hebt, ich bin zwar noch nicht ganz fertig, aber vielleicht wollen Sie schon mal einen Blick reinwerfen. Gleich, Frau Stockel, wenn Sie bitte in mein Büro warten wollen. Ja, gern. Ach, Frau Stockel, können Sie bitte eine Adresse für mich recherchieren? Winfried Glöckler, ein Archäologe, glaube ich. Schrecklich gern, aber halt nicht, weil ich arbeite ausschließlich für Herrn Dr. Hebt. Ich dachte immer, Frau Stockel wäre eine Teamsekretärin. Absolut, aber die Arbeit verteile immer noch ich. Außerdem, es kann doch nicht so schwer sein, eine Adresse herauszufinden. Fragen Sie doch den Herrn Hofer. Der kennt eh Gott und die Welt. Was ist mit mir? Ach, nichts. Wenn Sie zum Herrn Glöckler wollen, der ist nicht da. So. Wissen Sie vielleicht, wo wir ihn erreichen können? Wir müssten ihn dringend sprechen. Tja, also versuchen Sie mal bei Kohlmeier Gabi. Da ist er in der letzten Zeit meistens. Bei der Kohlmeier Gabi von der Ziegelei. Was macht er denn da? So viel ich weiß, sind die zwei zusammen. Das ist schön. Danke, schönen Tag. Bitte schön. Ja, ist gut, so machen wir's. Ja, Herr Hofer, Sie schon wieder. Haben die Ziegel nicht gereicht? Doch, doch. Das heißt, ich bin noch gar nicht dazu gekommen, das auszuprobieren. Ich wollte Ihnen meinen Kollegen vorstellen, Hauptkommissar Lind. Ja, grüß Gott. Guten Tag. Wir würden gerne mit Herrn Glöckler sprechen. Eine Nachbarin hat gesagt, dass wir ihn vielleicht hier finden können. Ja, freilich. Ist drin bei mir im Büro. Er hat hoffentlich nichts angestellt. Nein, nein. Es geht nur darum, dass wir ihm ein paar Fragen stellen wollen. Reine Routine. Ja, kriegen wir es mit. Ja. Winfried. Der Herr Hofer von der Kripo und ein Kollege möchten dich gerne mal sprechen. Danke. Ja. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich kann mir schon denken, worum es geht. Professor Wachsmuth ist ermordet worden, richtig? Wie haben Sie so schnell davon erfahren? Der Krautner Sepp hat es mir erzählt. Lind. Er hat gewusst, dass Professor Wachsmuth und ich befreundet gewesen sind. Woher kennen Sie sich? Also Sie und der Herr Professor? Wir haben zusammen studiert, waren öfter auf Forschungsreisen, Griechenland, Türkei, Sizilien und. Ich hatte eher den Eindruck, dass Frau Wachsmuth Sie nur so flüchtig kennt. Das stimmt. Wolfgang war seit 8 Jahren verheiratet, seitdem haben wir uns nicht mehr ganz so häufig gesehen. Wenn Sie sich so gut verstanden haben, warum hat er sich denn über Sie geärgert auf der Pressekonferenz? Geärgert? Er hat sich nicht über mich geärgert, sondern über das, was ich Ihnen erzählt habe. Ich habe Wind davon bekommen, dass Wolfgangs Partner, Krishan Berg, Fundstücke veruntreut. Aha, tatsächlich. Haben Sie dafür irgendwelche Beweise? Leider nicht. Wie gesagt, das ist nur ein Gerücht, was mir zu Ohren gekommen ist. Aber Wolfgang hat die Sache sehr ernst genommen und wollte sofort nachgehen. Wie lange waren Sie auf der Pressekonferenz? So bis 16:30. Danach bin ich zu Gabi. Ich habe den Rest des Abends dann bei ihr verbracht. Herr Glöckler, wenn Sie nichts ausmacht, würden wir uns ganz gerne mal Ihre Wohnung ansehen. Glauben, dass ich die Venus habe? Nee. Woher wissen Sie eigentlich, dass die Venus verschwunden ist? Wieso sollte sonst jemand Wolfgang umbringen? Also. Schauen Sie, Herr Dr. Hebt, ich habe Ihnen die Artikel alle in eine Glasichtfolie getan, weil das schaut nämlich besser aus, als wenn man es aufklebt. Und das Ganze dann in eine rote Mappe gegeben. Rot ist eine hochfrequente Farbe und bedeutet High Priority Status. Respekt, Frau Stockel. Das Kommunikationsseminar hat ja richtig was gebracht. Ja, es kommt auch darauf an, wie man da hinschickt, gell? Hoffentlich können Sie die Mappe überhaupt noch gebrauchen. Keine Angst. Wir werden die Venus schon noch finden. Ich verlasse mich da ganz auf die Effizienz unserer Ermittlung. Und jetzt schicken Sie mir den Herrn Mohr herein. Der Herr Mohr, der ist heute schon ein bisschen früher gegangen. Der hat nämlich noch einen Auftrag vom Herrn Lind im Hotel Post. Der soll den Nachtportier befragen. Ja, und ich gehe jetzt dann auch, gell? Wie? Sie machen jetzt schon Feierabend? Ja, das habe ich mir verdient. Oder wie man heutzutage so schön sagt, das ist mein Reward für die bestandene Challenge. Schönen Tag noch. Sie können drüben mit anpacken. Das Zweig geht nämlich schneller. Na gut, vielleicht hätte ich mir ein paar andere Sachen anziehen sollen. Ich kann Ihnen eine Lederhose leihen. Ah, nee, danke.
Apropos Lederhose, waren Sie mal in diesem Heimatmuseum? Nein, das ist bloß was für Touristen. Ja, Sie sagen's. Aber ist das nicht irgendwie komisch? Ich meine, dieser Glöckler, der hat doch bestimmt eine Menge auf dem Kasten. Sie meinen, weil er so viele Bücher hat? Naja, er hat promoviert, hat die besten Beziehungen, ist befreundet mit so einer Koryphäe wie Wachsmuth. Stellt sich doch die Frage, was macht so jemand im Provinzmuseum? Hm. Vielleicht gefällt es ihm da so gut. Ha. So, das war's auch schon. Hab du gesagt, zu zweit geht's schneller. Na, ihr zwei, habt ihr die Ziegel gekriegt? Hallo, Frau Hofer. Fertig. Hallo, Herr Lind. Sie bleiben doch noch zum Abendessen? Ja, gern. Zuerst müssen die Ziegel aufs Dach. Mach dir darüber keine Sorgen, ich habe für morgen früh einen Dachdecker bestellt. Na, Gott sei Dank. Aha. Ja, können wir uns das überhaupt leisten? Das kostet ein Haufen Geld, oder? Nee, zu viel, wie wenn sie einer von uns die Haxen bricht. So, und den Schluss für heute, jetzt wird gegessen. Prost. Ja, Herr Doktor. Freilich. Ja, natürlich. Okay, wiederschauen. Weiß einer von euch, warum der Hebt so webzig ist? Der tut gerade so, als wäre ihm die Venus persönlich geklaut worden. Naja, in gewisser Weise stimmt das ja auch. Wieso, was weißt du da drüber? Ein Kollege aus dem Stadtrat hat mir erzählt, dass der Hebt total scharf ist auf die Venus. Er will sogar ein Museum bauen, um den Tourismus anzukurbeln. Hat er das vielleicht gemeint, dass er gesagt hat, es geht um die Zukunft von Rosenheim? Er wollte sicherstellen, dass die Figur hier bleibt und nicht nach München geht. Warum soll sie nach München gehen, wenn sie in Rosenheim gefunden wurde? Ganz offiziell gehört die Venus ja dem bayerischen Staat, so wie alles, was im Römerfeld gefunden wird. Tasche, ja. Kann ich mal dir das sagen? Also, der Dr. Hebt hat erfahren, dass der Professor Wachsmuth eine Bewerbung laufen hat. Er wollte Leiter der Münchner Antikensammlung werden. Mhm. War die Venus sozusagen ein Joker für ihn, um die anderen Bewerber auszustechen und obendrein noch ein tolles Stück für die Sammlung zu haben? Genau das hat der Hebt befürchtet. Aber der Professor Wachsmuth hat sich überraschend großzügig gezeigt. Er hat gesagt, sobald er den Job hat, kann der Hebt, also beziehungsweise Rosenheim, die Venus haben. Einen guten. Jetzt wird man essen, bevor das Wetter kommt. Mhm. Wo ist die Kaffeemaschine, Frau Stockel? Es gibt nur noch eine für alle und die steht im zweiten. Ich renne doch nicht in den zweiten Stock, nur weil ich einen Kaffee möchte. Herr Hofer, das erhöht die CPP-Rate. Was für eine Rate? Die Contacts-per-Person-Rate, Herr Hofer, schauen Sie. Wenn Sie immer nur hier Ihren Kaffee trinken, dann lernen Sie nie neue Leute kennen. Gehen Sie aber jetzt in den zweiten Stock nach oben. Frau Stockel, wenn ich Leute treffen möchte, dann gehe ich in den Times Square. Schmarrn, ein Scherz. Ich gehe natürlich in den Rosenbräu und Sie bringen jetzt die Kaffeemaschine zurück, bevor ihr ungemütlich wird, ja? Morgen, Herr Hofer. Ja, guck mal. Das fängt schon gut an. Haben Sie das Mikro mit der Kaffeemaschine? Ja, ja. Wahnsinn. Frau Stockel wollte schon die Türen aushängen, damit die Energies besser fließen können. Unglaublich. Ah ja, die kriegt sich schon wieder ein. Das Gute an solchen Kursen ist, dass ihre Wirkung von begrenzter Dauer ist. Meine Geduld, ey. So, hier ist der Bericht von Frau Dr. Kern und der von der Spurensicherung. Wachsmuth ist zwischen 21 und 21.30 gestorben. Und die Tatwaffe? Vermutlich ein stumpfer Eisengegenstand. Eisenrohr, Schaufel. Achso, und dann hat man an der Kleidung und am Auto Ziegelstaub gefunden. Der Professor Wachsmuth war in der Ziegelei? Nicht unbedingt. Ziegelstaub gibt's auch im Römerfeld. Die Kollegen machen gerade eine Bodenanalyse. Warte schon im zweiten Stock. Da ist was los. Das ganze Revier steht Schlange wegen einer Tasse Kaffee. Ja, da ist der Stock geschützt. Aha. Ach, haben Sie mit dem Nachtportier gesprochen? Ja. Ja, und? Also ja, bei ihm ist nichts aufgefallen, aber dafür mir. Ich habe den Herrn Berg mit der Frau Wachsmuth zusammen gesehen. Und wenn ihr mich fragt, die zwei haben was miteinander. Ach was. Herr Mutt, das wissen wir bereits. Die Frau Wachsmuth hat uns die Affäre gestanden. So, ja. Ja, und dass sie auschecken will, das wisst ihr auch schon. Wie auschecken? Sie hat gestern die Rechnung bezahlt und der Taxi bestellt. Für heute um 10. Halt! Keiner verlässt das Kommissariat. Nicht bevor klar ist, wer das hier verbockt hat. Tod im Römerfeld. Polizei glaubt an Pharaonenfluch. Wer um Himmels Willen verbreitet denn einen solchen Unsinn? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber ich kenne diese Reporter. Die machen aus jeder Mücke einen Elefanten. Welche Mücke meinen Sie? Ich glaube, wir müssen los. Die Frau Wachsmuth rennt uns weg. Genau. Ich glaube, Sie verschweigen mir was. Niemals. Herr Mohr, haben Sie mir vielleicht was zu sagen?
Pharaonenfluch. Geben Sie es zu, Sie haben sich verplappert. Ich habe mich aber nicht verplappert. Natürlich haben Sie das. Ihre schuldbewusste Miene spricht doch Bände. Wenn der Herr Mohr sagt, er hat nichts gesagt, dann hat er auch nichts gesagt. Sie sind ganz still. Sie haben genug Chaos heute angerichtet. Was? Na ja, vielleicht ein bisschen. Aber erst nachdem es gesagt hat, dass sie die Nichte ist von Wachsmut. Wer hat was behauptet? Gestern nach Feierabend, da hat mir ein Mädel aufgelauert. Ja, die hat mir vorgejammert, dass der Wachsmut ihr Lieblingsonkel war. Und oh mei, ich hab doch nicht ahnen können, dass die vom Rosenheimer Kurier kommt. Trotzdem erzählt man nicht so einen Schwachsinn. Stehen wir jetzt da? Hab's ja extra gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung. Solange Sie in Uniform sind, haben Sie keine persönliche Meinung zu haben. Jawohl. So, und jetzt suchen wir für Sie eine schöne Aufgabe im Außendienst. Grüß Gott, Frau Wachsmut. Wo wollen Sie denn hin? Nach München, wenn Sie nichts dagegen haben. Normalerweise nicht. München ist schön, aber haben wir nicht ausgemacht, dass Sie so lange bleiben, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind? Wäre ja auch nur für eine Woche gewesen. Ich will eine Freundin besuchen. Und außerdem haben Sie doch meine Handynummer. Sie können mich also jederzeit erreichen. Die Sachen Ihres Mannes, die nehmen Sie auch gleich mit. Na, ich kann Sie ja nicht im Hotel lassen. Also wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, mein Zug wird nicht auf mich warten. Dann nehmen Sie halt den nächsten. Herr Hofer, Moment. Können Sie sich erinnern, dass wir so einen Koffer gesehen haben, als wir das Zimmer durchsucht haben? Nein, ganz und gar nicht. Was ist da drin? Schauen wir doch mal nach. Hier, die Venus. Hören Sie, ich habe mit dem Mord nichts zu tun. Wie kommt dann die Venus in Ihr Gepäck? Ich habe sie gestern Morgen im Safe von unserem Zimmer gefunden, nachdem Herr Berg mich über den Tod meines Mannes informiert hat. Und wie kommt sie da ein? Mein Mann hat sie da eingeschlossen, nach der Pressekonferenz. Und als Sie die Venus gestern Morgen im Safe gefunden haben? Habe ich sie rausgenommen und in der Tiefgarage versteckt. Um sie dann später mit Herrn Bergs Hilfe zu verkaufen. Christian hat davon gar nichts gewusst. Der war schon längst auf dem Römerfeld, als ich die Venus gefunden habe. Aber Sie werden ihm doch davon erzählt haben. Warum sollte ich? Christian ist ein guter Liebhaber. Aber ich habe nicht vor, den Rest meines Lebens mit ihm zu verbringen. Aber seine Kontakte zum Verkauf der Venus wären Ihnen sehr nützlich gewesen. Welche Kontakte? Wir haben bei ihm antike Silbermünzen gefunden. Sie meinen... Christian hat hinter dem Rücken meines Mannes? Habe ich Ihnen eigentlich erzählt, dass Herr Berg in der Tatnacht erst um 22:30 ins Hotel gekommen ist? Nein, das haben Sie nicht. Und ehrlich gesagt, ich finde es auch jetzt ein bisschen spät. Ich bin ja bisher auch davon ausgegangen, dass Christian mit dem Mord gar nichts zu tun hat. Also vielleicht sollten Sie sich mehr mit Herrn Berg beschäftigen, anstatt mit mir Ihre Zeit zu vergeuden. Und jetzt hätte ich gern ein Taxi. Taxi werden Sie ganz brauchen. In die U-Haft kommen Sie auch zu Fuß. Bitte? Warte, Schwanz. Bobby, bindest du bitte? Auf geht's, geh mal. Tja. Wollt ihr das nur von sich ablenken oder ist da wirklich was dran mit Herrn Berg? Tja, das wird er uns wohl selbst sagen müssen. Da gibt's eine neue Johannesbisshaftschorle, wollen Sie nicht? Ich glaube nicht, danke. So, prima, schieß sauer. Ah, Frau Stockel. Sie bitte so nett und würden die Venus ins Labor bringen lassen? Mei, ist die da drinnen? Ja. Na gut, meinetwegen, aber Vorsicht, ja, nur anschauen. Nur anschauen. Herrschaftszeichen. Wo ist die Venus? Wo ist die Venus? Bei der Verstockung im Zimmer. Hervorragende Arbeit, Herr Hofer. Hervorragend. Danke. Ist die schön. Frau Stock, bitte. Man möchte gar nicht glauben, dass die 2000 Jahre unter der Erde gelingen ist. Ach, du Heiliges. Was ist denn da passiert? Ich glaube, ich muss mich jetzt kurz setzen. Hoffentlich fällt er uns nicht um. Ja.
Also, ich hab für nichts gemacht, gell? Ja, ja. Was für eine Katastrophe. Das sage ich jetzt dem Herrn Bürgermeister. Wie erklären wir das der Presse? Wir? Herr Dr. Hebt, ich fürchte fast, es ist wohl doch eher Ihre Angelegenheit, oder? Das wird eine gute Schlagzeile. Polizeichef zerstört europäisches Kulturerbe. Was müssen Sie, der Reilaffer, wie er. Wie er wurde Stier? Na, hoffentlich war sie versichert. Da bin ich aber gespannt. Herr Hofer, was ist, wenn nicht? Timmy? Dann sollten Sie eine gute Haftpflichtversicherung haben. Mhm. Stockel, ja? Ja. Die Bodenanalyse wäre jetzt da. Das Labor ist am Telefon. Warum haben Sie uns verschwiegen, dass Professor Wachsmuth hier war? Woher wissen Sie das? Wir haben an seiner Kleidung Ziegelstaub gefunden, der eindeutig von Ihrem Gelände stammt. Also? Der Winfried und ich, wir werden in 2 Monaten heiraten. Ja, da wollte er mich halt kennenlernen. Ich habe ihm die Ziegelei gezeigt und danach ist er wieder gefahren. Und warum haben Sie uns das nicht gleich gesagt? Ich wollte halt nicht in die Geschichte mit reingezogen werden. Was für eine Geschichte, Frau Kohlmeier. Es geht um Mord. Wenn Sie irgendwas wissen, müssen Sie sagen. Ich glaube, ich kann Ihnen das erklären. Das hier ist die modellierte Büste für den Abguss. Wir? Nicht Gabi, Professor Wachsmuth und ich. Professor Wachsmuth kam vor ein paar Wochen zu mir und meinte, er bräuchte dringend einen Erfolg für seine Bewerbung als Chef der Antikensammlung. Ja, und da haben Sie ihm den Vorschlag mit der falschen Venus gemacht. Die Idee kam von ihm. Ich habe ihm bei der Ausführung geholfen. Und Sie haben Ihren verlobten Modell gesessen? Na, das war nicht nötig. Winfried hat ein Foto von mir benutzt als Vorlage. Die Gabi hat nichts von unserem Plan gewusst. Ich habe ihr nur gesagt, dass wir diesen kleinen Brennofen da bräuchten für ein wissenschaftliches Experiment. Erst als Wolfgang gestorben ist, habe ich sie eingeweiht. Was wollte Professor Wachsmuth dann von Ihnen? Das habe ich Ihnen ja schon gesagt. Mich kennenlernen. Wir haben zusammen angestoßen auf die bevorstehende Hochzeit und auf München. Auf München? Professor Wachsmuth hat Winfried versprochen, ihn in sein Team aufzunehmen, sobald es mit seiner Bewerbung klappt. Meinetwegen nehmen Sie mich wegen der Venus fest, aber umgebracht hat ihn jemand anders. Wie lange war Professor Wachsmuth hier? Bis um 8:30. Danach ist er ins Römerfeld. Er wollte noch diesen Krishan Berg zur Rede stellen, weil er inzwischen festgestellt hatte, dass tatsächlich Silbermünzen fehlen. Servus Michi, was machst du da? Objektschutz. Soll heute Nacht das Römerfeld aufpassen. Der Hebt hat mir zu verdonnert. Das rechnet heute, wo wir Vollmond haben. Gegen tote Pharaonen? Michi, das hilft nur gegen Vampire. Ein Polizist im Außendienst muss auf alle Gefahrensituationen gefasst sein. Und solange dieser Mord nicht aufgeklärt ist, gehe ich auf Nummer sicher. Silberdiener aus der Zeit des Augustus. Wo haben Sie den her? Aus Ihrem Hotelzimmer. Was? Das ist ja schön. Ich sehe diese Münze zum ersten Mal. Dann wollen Sie auch bestreiten, dass diese Münze von hier vom Römerfeld stammt? Ja, natürlich stammt sie nicht von hier. Sonst hätte ich sie doch schon längst in München abgeliefert. Ah ja, klar. Ich kann mir das nur so erklären, dass mich jemand reinlegen will. Wo waren Sie in der Tatnacht? Zwischen 9:30 und 10. Das habe ich Ihnen doch schon gesagt, im Hotel. Laut Frau Wachsmuth sind Sie aber erst um 10:30 da gewesen. Um 10:30 habe ich bei ihr durchgeklingelt und sie gefragt, ob sie Lust hat, auf einen Drink zu mir rüberzukommen. Bis dahin war ich auf meinem Zimmer und habe gearbeitet. Sagt Ihnen der Name Winfried Klöckler irgendwas?
Das ist der Leiter des hiesigen Heimatmuseums, warum? Er behauptet, gemeinsam mit dem Professor Wachsmut die Venus gefälscht zu haben. Ach, so ein Unsinn. Ich war doch selbst dabei, als sie gefunden worden ist. Wann? Vor 3 Tagen. Der Krautner Sepp hat mich doch sofort gerufen, als er sie entdeckt hat. Herr Krautner? Ja? Sagen Sie uns noch mal, woher die Venus stammt. Hier habe ich sie gefunden. Hier? Direkt in der befundführenden Schicht. Da muss der Professor Wachsmuth ja mächtig stolz auf Sie gewesen sein. Man merkt, dass Sie den Professor nicht gekannt haben. Der hat doch unser Ein nicht mal mit dem Hintern angeschaut. Woher stammt dann der teure Wein, den wir bei Ihnen gefunden haben? Das habe ich doch Ihrem Kollegen schon gesagt. War ein Geburtstagsgeschenk. Wenn Ihnen nicht bald was Besseres einfällt, dann nehmen wir Sie mit aufs Revier wegen Behinderung polizeilicher Ermittlungen. Und weil Sie mit dem Mord was zu tun haben. Ist das hier ernstig? Ja. Sie müssen ganz schön sauer gewesen sein auf den Professor. Sie rackern sich ab und er sammelt die Lorbeeren ein. Ja, spinn ich? Den lassen wir doch nicht im Mord anhängen. Dann sagen Sie uns endlich die Wahrheit. Also, die Venus war eine Fälschung, stimmt's? Und Sie haben sie für den Professor unter die Erde gebracht. Nicht für den Professor. Der hat doch von der ganzen Geschichte nichts gewusst. Im Gegenteil. Es ging doch darum, dem arroganten Hund eins auszuwischen. Dann war der Wein gar nicht vom Professor. Nein. Sondern? Von Winfried Glöckler. Im Ernst, ich hätte es auch ganz umsonst gemacht. Der Spaß, der war es mir wert. Ja. Die Venus, eine Fälschung. Allerdings. Ja, Gott sei Dank. Aber sind Sie denn wirklich sicher? Ich meine, dass ein Professor Wachsmuth auf eine Fälschung hereingefallen ist. Er wäre nicht der erste Wissenschaftler, der sich von seinem Ehrgeiz verblenden lassen. Wobei es dem Glöckler bei seinem Betrug nicht ums Geld ging. Er wollte den Professor Wachsmuth vorführen, um aller Welt zu zeigen, was für eine Luftnummer er ist. Aber wieso? Die beiden waren doch befreundet. Früher einmal. Die haben sogar zusammengearbeitet. Wir haben mit dem Dekan von der Uni Frankfurt telefoniert. Und die Professur, die Wachsmuth innehat, die hat er dem Glöckler vor 10 Jahren vor der Nase weggeschnappt. Und weil er nicht mit ansehen hat können, dass der Professor Wachsmuth jetzt auch noch Museumsleiter wird in München, hat er versucht, mir ein Bein zu stellen. Weiß die Frau Dogge schon, dass die Venus eine Fälschung ist? Na, oder? Wieso? Die Ärmste sitzt jetzt in ihrem Büro und ist ganz untröstlich. Dann werden wir sie mal von ihrem Leid erlösen. Ja, auch schnell. Ach, beinahe hätte ich es vergessen. Ich habe mit meinem Bekannten gesprochen, dem Münzexperten. Er behauptet, die Münzen schon einmal gesehen zu haben. Vor 4 bis 5 Monaten. In einem Laden bei München. Aha. Danke, hilft uns. Herr Hofer, ich habe gerade im Landesamt für Denkmalschutz in Minger angerufen. Die schicken jemanden vorbei, der die Venus abholt. Besser gesagt, was von der Venus noch übrig geblieben ist. Mhm. Tja, wir haben auch telefoniert. Wir wissen jetzt, was die Venus wert ist. Es ist Maria und Josef. Nix was wert. Wir nix. Weil die Venus eine Fälschung war. Die Venus eine Fälschung? Eine Fälschung. Wir haben mit dem Händler gesprochen. Er konnte sich noch sehr gut daran erinnern, wem er die Münzen verkauft hat. Jetzt geben Sie es halt zu. Das sind Ihre Münzen. Die haben Sie ursprünglich für Ihre Sammlung gekauft. Aber nachdem der Mord passiert war, haben Sie versucht, die dem Herrn Berg unterzujubeln, um den Verdacht von sich abzulenken. Das war kein Mord. Das war Notwehr. Warum war Wachsmuth hier? Wolfgang wollte nicht glauben, dass ich die Venus gemacht habe. Ich habe ihm den Ofen gezeigt und die Chemikalien, mit der ich sie auf alt getrimmt habe. Das muss doch eine Heidenarbeit gewesen sein. Sowas macht man doch nicht nur, weil einem jemand vor 10 Jahren die Professur geklaut hat. Meine Karriere ruiniert. Er hat behauptet, ich hätte Forschungsergebnisse von ihm gestohlen, dabei war es genau umgekehrt. Und als er begriffen hat, dass er auf eine Fälschung reingefallen ist, dann bin ich auf ihm los. Ich wollte nicht, dass es passiert. Das war's passiert. Ich habe nach einer Eisenzange gegriffen und mich gewehrt. Dann erklären Sie mir bitte mal die Tatsache, dass Wachsmuth von hinten erschlagen wurde.
Der Winfried kann nichts dafür, dass der Professor tot ist. Hören Sie mich auf, Gabi, sie hat mit dem Mord nichts zu tun. Sie will mich nur schützen. Ja, meinst du, ich lass zu, dass sie dich wegen mir einsperren? Ich weiß, ihr habt den Wachsmut erschlagen. Weil er völlig durchdreht ist. Ich hab den Winfried an der Gurgel gepackt und zudrückt. Ich hab gedacht, bringt ihn um. Hinten links umsetzen. Vorsicht mit dem Kopf. Dr. Hebb, dann morgen. Michi, was gibt's? Hat dich der Fluch der Pharaonen schon getroffen? Oder ist dir vielleicht der Himmel auf den Kopf gefallen? Was im Biergarten? Stellt euch vor, was mir passiert ist. Ich will mein Zelt aufstellen, hau einen Haken rein und auf einmal rumpelt die ganze Ecke darunter. Jesus. Du musst dich verletzt haben. Nein, aber das habe ich gefunden. Das ist antik. Du bist ja ein Naturtalent als Archäologe. Davon gibt es noch mehrere. Der Berg sagt, das war hier einmal ein altrömischer Biergarten. Zünftig. Hey, was ist das jetzt? Eine Bacchusfigur. Unglaublich. Ich habe meine Kamera nicht dabei. Kavinien, der schaut aus wie du. Schmarrn. Doch, von der Figur her kann es schon passen. Die Spinnen, die Göttinger.